Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Nutria oder Biberratte hat sich massenhaft vermehrt und gefährdet insbesondere die Deichsicherheit. Ziel muss es sein, mit einer wirkungsvollen Bejagung, wie im Ausschuss festgestellt wurde, möglichst die Ausrottung dieses Schädlings, dieser invasiven Art zu erreichen. Herr Dammann-Tamke hat festgestellt, und das findet meine volle Zustimmung, die Sicherheit der Deiche und damit die Sicherheit der Menschen geht hier vor Tierschutz, ganz eindeutig. Meine Damen und Herren, nun gibt es die Bejagung durch professionelle Bisamrattenjäger. Und das sollte nun legitimiert werden mit diesem Gesetzesentwurf. Da hat der GBD, wie schon gesagt wurde, insistiert und festgestellt, dass das definitiv und ohne jeden Zweifel verfassungswidrig ist. Sie schaffen für diese Tierart nun den Mutterschutz ab. Und wenn man diese Ziele verfolgt, im Sinne der Deichsicherheit hier durchzugreifen, dann ist das auch richtig. Die einzig logische Konsequenz daraus kann nur sein, die Bisamratten müssen raus aus dem Jagdrecht und müssen ins Schädlingsbekämpfungsrecht. Das ist in Nordrhein-Westfalen seit langer Zeit der Fall. Das war unter Rot-Grün so, das ist unter Schwarz-Gelb so. Das ist die einzige logische Konsequenz aus diesen beiden Sachverhalten. Und lieber Kollege Dorndorf, das ist kein Kunstwerk, diese Novelle, sondern sie ist in sich widersprüchlich und absolut nicht praxisgerecht. Nach Ansicht der GroKo müssen nun, damit die professionellen Bisamjäger überhaupt ihrer Tätigkeit nachkommen können, müssen die den Jagdschein machen. So, und Frau Stauder hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass die Jäger sich nicht gerade als Schädlingsbekämpfer in erster Hinsicht sehen. Und jetzt kommt es zu der delikaten Situation, dass bei Ihnen die Jäger zu Schädlingsbekämpfern werden und die Schädlingsbekämpfer müssen einen Jagdschein machen. Wie absurd ist das denn? Das ist ja nun alles auf den Kopf gestellt und völlig abstrus. Liebe Frau Kollegin Staude, wenn Sie nun meinen, entweder die Jäger oder die Schädlingsbekämpfer sollen die Deiche gleich reparieren, wollten Sie wahrscheinlich den Irrungen und Wirrungen dieses Gesetzes nur noch die Krone aufsetzen. Herr Gruppe, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Moormann gestatten? Immer. Natürlich. Ich wollte einmal fragen, kann es sein, dass Sie in Ihren Ausführungen Bisam und Nutria eben verwechselt haben in Bezug auf Schädling und Jagdrecht? Nein. Die Nutria sind Biberratten und gehören zur Gattung der Stachelratten. Das habe ich gesagt. Nun wurde darauf hingewiesen, dass die Nutria hier bei uns seit 2002 im Jagdrecht sind. Ja, meine Damen und Herren, wenn wir sehen, wie die Situation ist, hat das so auf diese Art und Weise ganz offensichtlich nicht geklappt. Und deswegen wäre es gut, von anderen zu lernen. Und das nordrhein-westfälische Muster könnte uns dabei helfen. Meine Damen und Herren, der Schießnachweis wurde angesprochen, auch nicht verfassungskonform nach Aussage des Gesetzgebungsdienstes. Man kann eben die Berechtigung, die mit dem Jagdschein erworben wird, nicht auf diese Art und Weise einschränken. Da braucht es in der Tat eine verfassungskonforme, rechtlich einwandfreie Klärung. Dass Sie den Elterntierschutz bei den Wildschweinen nur im solchen Fall aufheben wollen, das begrüßen wir sehr. Wir haben mehrfach angemahnt, dass der Wildschweinebestand, der weitaus höher ist als vor einigen Jahrzehnten, wesentlich reduziert werden müsste. Dafür brauchte man keine Änderung des Jagdgesetzes. Hier ist leider längst nicht das passiert, was nach unserer Auffassung notwendig gewesen wäre. Kollege Gruppe, würden Sie noch von Kollegin Karin Logemann eine Zwischenfrage gestatten? Gerne doch. Sehr geehrter Kollege Gruppe, ich hätte gerne gewusst, an welcher Stelle der Novelle Sie erkannt und gelesen haben wollen, dass Bisamfänger in Zukunft einen Jagdschein machen müssen. Das hat der Kollege Dammann-Tamke im Agrarausschuss erklärt und hat dazu gesagt, die sollten das in einem Crashkurs lernen. Ich bin aus dem Staunen nicht wieder rausgekommen im Ausschuss. Sie waren ja anwesend. Ja? Ich habe immer gedacht, der Jagdschein wäre eine anspruchsvolle Angelegenheit. Dass man das, obwohl man nur Bisamjäger ist und dem nachgehen will, in einem Crashkurs mal eben so einen Jagdschein verpasst kriegen kann, das hat mich auch sehr erstaunt. Aber vielen Dank für die Nachfrage.
Also, es ist in der Vergangenheit nicht gelungen. Wir waren jetzt schon wieder bei den Wildschweinen, Frau Kollegin, den Bestand auf Normalmaß zu reduzieren. Wir können nur hoffen und appellieren, dass das mit Nachdruck fortgesetzt wird, damit wir die Gefahren der ASP, wenn sie denn ausbrechen sollte, besser in den Griff bekommen können. Meine Damen und Herren, summa summarum, der Wolf muss ins Jagdrecht rein, da kommen wir gleich noch zu. Die Nutria müssen aus dem Jagdrecht raus, ins Schädlingsbekämpfungsrecht. Wir können diesem widersprüchlichen Entwurf nicht zustimmen. Vielen Dank. Schönen Dank, Kollege Gruppe.